dann stecken wir den Schlüssel rein. Brauche ich nicht. Wieso? Der Schlüssel steckt immer. So ist das hier auf dem Land. Und wenn einer deinen Trecker klaut? Macht hier keiner. Ja, und wenn doch? Dann gibt's auch einen Helm. Ja, den Schlüssel kann man auch einfach abziehen. Wusste ich noch gar nicht. Du musst nach jeder Fahrt den Schlüssel abziehen. Warum? Soll ich den verlieren oder was? Ja, das nicht, aber nichts wenn... aber. So weiß ich nämlich immer, wo der Schlüssel ist. Aber du kannst doch nicht den Schlüssel stecken lassen. Der Schlüssel steckt schon seit 1996. Davon wird der Schlüssel nicht besser. Schlechter aber auch nicht. Doch. Nein. Und es fällt nichts ins Schlüsselloch rein. So. Was machen wir denn als allererstes? Zur Tanke, einen Tankstellenfasan holen. Ich hab nämlich Hunger. Und dann fahren wir zu Hans in die Kneipe. Durst hab ich auch. Das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Ach, was schade. Was machen wir also vor dem Losfahren? Den Schlüssel... Jetzt sag bloß nicht den Schlüssel rumdrehen. Ich meinte natürlich den Sitz und die Spiegel einstellen. Sehr gut. Und dann? Schlüssel rumdrehen. Sag mal, hast du schon kontrolliert, ob genug im Tank ist? Brauch ich nicht. Ich war gestern im Trecker an der Tanke und hab getankt. Was hast du? Den Trecker getankt. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Der fährt nicht mit Luft und Liebe. Mit welchem Führerschein denn? Zum Treckerfahren brauche ich den Trecker und keinen Führerschein. Hast du einen Annemeise oder was? Keine Sorge, ich bin Schleichwege gefahren. Da kommt man direkt von hinten an die Tanke dran. Also so geht das nicht. Ich habe den Trecker auf jeden Fall gestern Abend vollgetankt. Okay. So wie ich mich danach auch. Was hast du? Getankt. War lecker. Du hast also noch Restalkohol im Blut. Nur noch ein Rest? Dann lass uns schnell was draufkippen. Das geht nicht. So richtig den Spiegel abtreten. Den brauchen wir doch für die Sicht nach hinten. Das meinte ich auch eigentlich nicht. Der Trecker ist also voll. Richtig. So wie ich gestern Abend. Mann. Das war auch wieder eine ganz spontane Aktion. Bernd kam rüber und dann haben wir uns kurz verdichtet. Das Profil abgerieben. Und dann bist du jetzt hier in der Fahrschule. Was kann ich denn dafür, dass Bernd immer mittwochs um 16 Uhr rüberkommt? Hast du nicht gesagt, es war spontan? Wenn er immer mittwochs rüberkommt, ist das doch nicht spontan. Ich meinte, dass wir so viel getrunken haben. Das war spontan. Und wie lange habt ihr gezaubert? Bis 2:30. Und jetzt willst du schon Trecker fahren? Siehst du doch. Ich hab's doch auch bis nach hierhin geschafft. Du hörst jetzt genau zu, was ich dir erkläre. Ich hab mal eine Frage. Fragen stellen ist immer gut. Darf man eigentlich ein Fahrzeug leer fahren, bis kein Sprit mehr drin ist? Nein, auf gar keinen Fall. Also muss man immer darauf achten, dass genug Sprit im Tank ist. Das ist korrekt. Sehr gut. Und warum sollte das bei Menschen anders sein? So nämlich. Trinke jetzt Einfach Bauers Treckersprit. Denn Einfach Bauers Treckersprit macht nicht nur den Trecker, sondern auch den Bauern fit. Worauf musst du denn bei der Fahrt achten? Auf die E-Autofahrer. Nein. Doch. Das sind auch ganz normale Verkehrsteilnehmer. Nein, sind sie nicht. Doch, sind sie wohl. Nein. Und warum nicht? Weil sie anders am Verkehr teilnehmen. Anders am Verkehr teilnehmen? Ja. Warum das? Weil die vom anderen Ufer sind. So. Als nächstes stellen wir sicher, dass im Falle einer Vollbremsung keine Gegenstände im Trecker rumfliegen könnten. Oh, das wird schwer. Oh, das muss alles sicher verstaut werden. Geht nicht. Warum? Weil ich da immer schnell dran muss.